Begrüßen Sie mit mir Bernhard Klapproth, der uns aus der Sicht des Musikers viel zu Karl Philipp Emanuel Bach erzählen können wird. Und glauben Sie mir, es gibt extrem viel Spannendes zu erzählen. Und Ladies First wird jetzt nichts mehr. Entschuldigen Sie, Christine Blanken, die hier im Haus forscht, vor allem auch forscht über die Bach-Familie, da vor allem auch über Karl Philipp Emanuel Bach. Der steht im Zentrum dieser Gesprächsreihe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Das erste Mal im letzten Jahr haben wir uns mit dem interessanten Thema auseinandergesetzt, kann man das Weihnachtsoratorium im Sommer aufführen? Und sind zu dem Schluss gekommen, ja, man kann. Dieses Jahr ist es vielleicht noch spannender, weil wir uns mit einem Komponisten auseinandersetzen, der bis noch ins 20. Jahrhundert rein im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Ich habe Klavier gelernt und in meiner Klavierschule taucht im zweiten, dritten Jahr ein Solfeggio, ich glaube in Es-Dur auf. Das war für mich die erste Begegnung als aktiver Musiker mit Karl Philipp Emanuel Bach und es war die letzte. Danach ist das nie wieder aufgetaucht. Während er davor, vor allem im häuslichen Musiziergebrauch, eine vergleichsweise große Rolle spielte. Für die Generation Mozart und Haydn war er und nicht Johann Sebastian der Größte. Sie kennen die einschlägigen Zitate wahrscheinlich alle. Frau Dr. Blanken, wann ist denn das gekippt? Also wann ist der große Karl Philipp Emanuel Bach aus dem Gesichtsfeld verschwunden und ist so weit hinter den Schlagschatten von Johann Sebastian geraten, dass man ihn eigentlich nicht mehr wahrgenommen hat? Kann man das historisch festmachen? Ja, ich glaube schon, dass das Anfang des 19. Jahrhunderts erst ist. Also man kann sehen, dass zum Beispiel sein epochemachender Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, dass man nennt es Klavierschule, ist aber eigentlich so eine umfassende Musizierlehre, dass die noch um 1800 total wahrgenommen wurde, von Leuten abgeschrieben wurde, die kein Exemplar im Druck mehr bekommen konnten. Und danach wirklich auch noch unterrichtet wurde. Seine Klaviermusik war dann nur noch eigentlich unter Kennern verbreitet. Und was dann umkippte, war eben, wenn dann Bach wieder musiziert wurde, dann war es dann wieder Johann Sebastian wegen der Fugen. Weil dann auch in der Zeit der Romantik, denke ich, bei Schumann, Mendelssohn auf einmal die Fuge wieder... Also ich glaube, dass es eigentlich dann durch Beethoven kommt, der ja in seinen Spätwerken die Fuge so sehr wieder eigentlich gehypt, kann man richtig sagen, hat. Und dass dann wieder der Rückgriff auf Johann Sebastian eben kam dadurch. Und, wobei das ja, gut, wir reden ja auch über den Lehrmeister Karl Philipp Emanuel Bach heute, die Fugen ja schon sehr weitreichend auch einen pädagogischen Zugriff bedeuteten. Und der Spaß an der Fingerfertigkeit, am technischen sich ausprobieren, am Ausreizen technischer Möglichkeiten am Tasteninstrument, wird ja durch die Fugen zwar auch bedient, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Wie kommt man denn als ausübender Pianist, als Musiker an Tasteninstrumenten in Kontakt mit Karl Philipp Emanuel Bach im 20. Jahrhundert? Sind Sie auch über dieses, ich glaube, es war Es-Dur Solfeggio gestolpert und dachten dann, huch, das ist ja interessant, oder wie kam das? Also das erste Karl Philipp Emanuel Bach Stück, was ich gespielt habe, war eine württembergische Sonate. Mhm. Das habe ich, wie gesagt, ganz einfach schlicht und ergreifend im Cembalo-Studium kennengelernt. Und also auch relativ spät erst, ne? Im Studium. Ja, dann im Studium, ja. Das, und ja, für uns Cembalisten ist es ja sowieso ein ganz wichtiger Stil und besonders auch, wenn man Clavichord spielt. Und Clavichord war ja ein sehr zentrales Instrument, auch eben wirklich auch Karl Philipp Emanuel Bachs, man kann schon sagen, Lieblingsinstrument. Und er wurde ja sehr geschätzt als Klavichordspieler. Und deshalb ist das, ich sag mal, schlicht und ergreifend Klavichord für einen Klavichordspieler Grundnahrungsmittel, Karl Philipp Emanuel Bach, aber ein sehr hochwertiges Grundnahrungsmittel. Aber wenn wir schon beim Klavichord sind, ist auch vielleicht das einer der Gründe dafür, dass, also über die größeren Formen wäre auch zu reden, aber dass die Klaviermusik so weitgehend aus dem Umfeld, aus dem Bewusstsein verschwunden ist, dass natürlich mit diesem Gerät, mit Klavichord, größere Säle nicht zu beschallen, ein größeres Publikum nicht zu erreichen ist, denn das ist ja vor allem für den, der es selber bedient und 2 bis 3 verliebt reinblickende, elegante Damen zusätzlich, aber viel mehr geht ja damit eigentlich nicht. Ist das einer der Gründe? Also die Sammlungen für Kenner und Liebhaber sind natürlich schon sehr zum Studium und auch in der kleineren Rahmen sozusagen zu spielen. Und da sind ja auch viele Fantasien enthalten. Und das Fantasieren war ja überhaupt in der damaligen Zeit
eine sehr grundlegende, wichtige Sache. Und gerade auch in dieser Epoche der Empfindsamkeit, in der man ja sozusagen, wie Karl Philipp Emanuel Bach selbst schreibt in seiner Schule, das Zentrale beim musikalischen Vortrag ist das Finden des wahren Affektes und des wahren Ausdrucks. Und um diesen inneren sozusagen Seelen, diesem inneren Seelenbedürfnis der Ausdrucksfindung sozusagen freien Lauf zu lassen, da war natürlich die Fantasie und das Fantasieren natürlich eine zentrale Sache. Und es gibt ja auch Berichte, eben wie Karl Philipp Emanuel Bach sich ans Klavichord setzte und fantasierte. Und das, denke ich, war auch erstmal natürlich für den hörslichen Gebrauch. Wobei ich sagen muss, keine Angst davor, Klavichorde auch in etwas größeren Räumen, natürlich nicht Sälen, zu benutzen. Da kommt es natürlich sehr darauf an, welches Klavichord das ist und wie es gebaut ist. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Klavichorde. Also natürlich, wenn man so ein größeres, ungebundenes, fünfoktaviges Klavichord nimmt, der Karl Philipp Emanuel Bach Zeit, da, wenn es entsprechend besaitet ist, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, nicht zu schwache Saiten hat und so, dann klingt das schon sehr körperlich und kann auch einen Raum füllen. Und das Interessante ist auch, wenn man einen Klavichordabend gibt an so einem Instrument, da habe ich oft die Rückmeldung bekommen von Zuhörern, ach, nach dem ersten Stück, das wird ja immer stärker, immer stärker. Hinterher war das richtig, wird das zur Normalität. Man sollte das vielleicht auch sehen im Verhältnis zu unserer geräuschvollen heutigen Welt, dass das doch eigentlich doch wiederum stärker ist, als wir so denken dann. Das ist eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Sie sprachen das Fantasieren gerade an, was, glaube ich, in dem Zusammenhang ein extrem wichtiges Stichwort ist, wenn man sich das Notenbild von Karl Philipp Emanuel Bach anguckt, gerade bei der Klaviermusik fällt das ja eigentlich gleich ins Auge, diese Ungebundenheit. Weite Strecken sind ohne Taktstriche notiert, die vielen Balken übereinander geschichtet, machen erstmal Sorge. Man weiß beim ersten Blick manchmal nicht genau, ob man als ausübender Musiker das Schwarze oder das Weiße zu spielen hat, weil da sehr viel da steht. Und man hat im Grunde von all dem Vademecum, das man von seiner Ausbildung als normaler Pianist mitbekommen hat, nichts im Koffer, womit man das ohne weiteres knacken kann. Als die Wissenschaft da versucht, Brücken zu bauen mit praktischen Ausgaben, oder ist es nicht mal so weit gekommen? Das hat Karl Philipp Emanuel schon selber gemacht. Zu diesem Versuch hat er nämlich Probestücke beigegeben, die, wo wirklich jede Note fast bezeichnet ist. Erstmal gibt es Fingersätze über jeder Note. Also es bleibt keine Frage gewissermaßen offen für jemanden, der sich autodidaktisch an diese Werke ranmachen will. Dann ist wahnsinnig viel Dynamik eingetragen, Bögen und alles. Also es ist, er nimmt einen quasi an die Hand, wie man das aufführen soll. Aber es ist natürlich keine Frage. Man muss, das ist der schiere Notentext. Also das ist wie ein Gedicht eigentlich, was man erstmal das zu einem sprechen muss, bevor man es vortragen kann und bevor man es versteht. Und ich würde sagen, also eigentlich ist Musik von Karl Philipp Emanuel Bach, die ist sowas wie Ausdruckstanz, wenn man das vergleicht mit einem klassischen Ballett, also würde ich mal sagen. Also es ist keine Konvention irgendwie mehr drin. Es ist nichts, was im Hintergrund läuft, es ist nichts Tafelmusikhaftes, sondern das ist etwas, was von mir als Interpret soll in dem Moment so viel von dem Komponisten C.P. Bach, der diese Musik eben tief empfunden hat, so viel rübergebracht werden, als sei es von mir selbst. Also es ist irgendwie so ein Phänomen und das geht eben nur in so einer ganz intimen Situation. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es sowas wie der Urgrund der Musik ist. Das ist ja nicht irgendwie große Repräsentation. Das ist, Orchestermusik ist irgendwie nicht der Urgrund, sondern dieses ganz zurückgenommene, völlig in sich versunkene und daran Menschen teilhaben lassende, das ist irgendwie, also er ist damit viel dichter dran, was Musik eigentlich bei den Menschen bewirken soll, nämlich irgendwie, dass es doch den Einzelnen rührt und dass er sich einfach dadurch besser fühlt, in Schwingung versetzt wird. Also das ist irgendwie modern gesprochen, es ist was total Aktuelles und immer Aktuelles, aber man muss es irgendwie an sich ranlassen. Also es hat eine ganz starke psychologische Komponente, finde ich so.
Vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal ein bisschen was von ihm hören. Wir haben hier ein Klavichord stehen. Wann kann man schon mal ein Klavichord hören? Können Sie drei Sätze zu dem Instrument sagen? Ja, sage ich gleich. Wenn ich vorher noch kurz sagen kann, dass dieses Phänomen, was wir bei Carl Philipp Manuel Bach haben und was in seiner Schule zum Ausdruck kommt, durch diese minutiöse Darstellung oder minutiöse Beschreibung, wie man eben Affekte darstellen soll und diese herzanrührenden Forderungen, die er dort aufstellt, ist ja sozusagen, ist uns allen klar, aber das ist ein Ergebnis einer Epoche, die Hinwendung zum Natürlichen. Also ich meine, dieser Ausdruck, den man zeigt, man sieht das ja auch schon in den Kompositionen. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich mal zum Beispiel, sagen wir mal, eine Matthäus-Passion oder eine bestimmte Passion vergleicht, die Partitur von Carl Friedrich Manuel Bach und die Partitur von Johann Sebastian Bach, vielleicht noch die von Telemann dazu. Und wenn man kann das jetzt an einigen Beispielen sagen, wenn zum Beispiel dann eben wirklich zum Beispiel die Jünger schlafend gefunden werden im Barock, hat man dann eher dieses Schlafende dargestellt und später eben die sozusagen wirklich das Gefühl, was mit dem Auffinden der Jünger, die geschlafen haben, verbunden also war bei Jesus. Also so eine Art Proto-Impressionismus. Also im Grunde sind das... Ja, wenn Sie es so nennen wollen, ja. Also ich finde das ganz interessant. Das ist ja logischerweise nicht nur die Klaviermusik, sondern wie das auch in Vokalmusik ausgedrückt wird. Und ich meine, nicht umsonst heißt es ja auch, Carl Philipp Emanuel Bach ist ein anderer Klopstock, das steht in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, nur eben, dass er mit Musik operiert und nicht mit Worten. Und das ist ja doch die Epoche. Ja, wobei die Epoche ja zumindest von uns Nachgeborenen den großen Stempel Aufklärung auf die Stirn gedrückt bekommen hat. Und dieses Zurückziehen ins Innerliche, ins Esoterische ist der falsche Ausdruck, aber so in die Gefühlswelten passt ja nicht so ganz vordergründig zu dem, was wir hinterher aus der Aufklärung gemacht haben, oder doch? Irgendwie doch, weil das ist das höchst Subjektive. Es ist nicht mehr, da ist Gott da oben und hier ist die Welt und das ist alles geordnet. Der Schöpfer sorgt schon dafür. Und wenn wir eben nicht richtig glauben, dann geht es uns eben nicht so gut, sondern wir sind für alles selber verantwortlich. Aber das gibt uns ja auch die Kraft, uns selber auszudrücken, uns selber in Beziehung zur Welt zu setzen, wie wir das wollen. Da gibt es nicht mehr, also der eine macht es eben so und der andere ganz anders. Und dieses Agnostik, das spielt ja da auch eine ganz große Rolle. Und die Vernunft, das ist nur eine Seite, denke ich, in der Aufklärung. Also das darf man nicht überbewerten. Gleichzeitig ist es auch die Zeit vom Werther und so, von Goethe. Und das ist irgendwie bei CPE, das schwingt da alles so mit. Diese Extreme, die man in den Fantasien, das ist ja auch manchmal, also da gibt es ein Stück, dem ist ein Text unterlegt worden, Hamlet-Monolog, bevor er den Giftbecher trinkt, also das ist irgendwie total extrem. Von wem ist das unterlegt worden? Von einem Dichter namens Gerstenberg aus Norddeutschland, also eine Klavierfantasie in C-Moll, total düster, also eine ganz zerklüftete Partitur und da sind eben zwei Monologe nachträglich unterlegt worden, einmal Hamlet und einmal Sokrates, bevor er den Schierlingsbecher nimmt. Also das sind dann die Empfindungen, also das ist schon extrem. Ja, finde ich, wir sollten die Chance nutzen, ein bisschen was hören. Wir haben eben ja über die Fantasie gesprochen und ich habe mal jetzt als Beispiel mitgebracht, und zwar Carl Friedrich Manuel Bachs Empfindungen. Das ist die Fantasie Fis Moll. Und die hat er im Alter von 73 Jahren, also ein Jahr vor seinem Tode, geschrieben. Und vielleicht ist das so eine Art schon Vorahnung zu seinem Tod, so eine Art Tombeau, wie man es ja auch schon bei Froberger hatte. Und gerade diese Tombeaus waren ja auch in diesem freien Stil, improvisatorischen Stil. Also das vieles, was wir hier haben, ist auch schon im 17. Jahrhundert geboren, natürlich nur mit einer anderen Sprache. Aber um es einzuordnen, das finde ich immer faszinierend bei Carl Philipp Emanuel Bach, wir sind dann jetzt in einer Zeit, in der Mozart und Beethoven und Haydn voll im Saft standen und Beethoven sich auch schon relativ weit freigeschwommen hatte bei Neefe. Ja. Und das ist halt völlig anders als das, ist richtig, was wir noch so kennen. Ist aber interessanterweise eben hat Beethoven im Unterricht bei Neefe
die Klavierschule von Karl Manuel Bach kennengelernt und Beethoven auch wiederum mit seinem Schüler Czerny Stücke von Karl Manuel Bach durchgegangen. Und die haben auch die Klavierschule dann noch benutzt. Also das geht schon weiter. Und das ist natürlich ganz interessant. Es wird wahrscheinlich dann natürlich zu Czernys Zeiten schon bereits anders geklungen haben als... Ja, das ist schon eine andere Ästhetik. Ja. Ja, ich könnte ja mal vielleicht mal was anspielen, was so vielleicht so typisch ist. So eine Fantasie, zum Beispiel solche Seufzer, also sowas. Ich kann es, ich versuche mal hier. Geschichten oder sowas. Ja, das ist, dieses Klavichord ist jetzt nicht so ein typisches Klavichord für Karl Manuel Bach. Es ist im es ist ja so, dass in dieser Zeit gerade die Oberstimmen sehr dominierten, dann in der Zeit Karl Philipp Manuel Bachs. Und mir scheint, das ist ein Klavichord, was ein bisschen älter ist vom Typ her. Aber natürlich bin ich sehr dankbar, dass man das hier etwas demonstrieren kann. Und interessanterweise, es ist ja doch... Dieses agogische Element, dass man sozusagen nicht nur durch Dynamik, sondern auch durch rhythmische Dinge, durch Tempo, Änderungen spontan etwas ausdrücken kann. Ich spiele mal eine Stelle und dann könnte man das mal, ich versuche das, ich habe mich hier nur kurz eingespielt an dem Klavichord, deshalb ist das hier nicht perfekt. Jetzt schreibt er auf dem höheren Ton ta-di-ha-ta-di, schreibt er Piano. Und jetzt versuche ich das mal nicht nur Piano, sondern auch etwas agogisch zu gestalten. Dass man dann einen Moment zurückgeht und dann wieder beim Forte etwas wiederkommt. Und das ist ganz interessant, dass... Friedrich der Große hat, das ist dokumentiert, hat sich gewünscht, eine Flöte, die in der Tiefe eher etwas kräftiger war, aber oben dus klingen sollte, eher leicht und weich. Ja? Und deshalb könnte man vielleicht auch solche Läufe zum Beispiel spielen, dass man oben vielleicht eher die Leichtigkeit, die Süße findet und halt nicht, ja, nicht so auf irgendeinen Punkt zuspielen, den man dann stark, sondern die Leichtigkeit eben um hat. Das ist die Leichtigkeit, ja. Und die interpretatorische Freiheit, nicht nur im Zusammenhang mit den Fantasien, sind vielleicht auch ein wichtiger Stichpunkt, wenn es um aufführungspraktische Fragen der Musik unmittelbar vor Karl Philipp Emanuel Bach und unmittelbar danach geht. Denn er ist ja, hat ja nicht nur Karl Philipp Emanuel Bach aufgeführt, sondern sich sehr auch mit den Werken seines Vaters auseinandergesetzt. Und wir alle sind musikalisch in der Zeit sozialisiert worden, wo so langsam die historischen Erkenntnisse der Aufführungspraktiker nach vorne kamen. Und das bedeutete in den frühen Jahren, das kann man heute bei Gustav Leonhardt noch schön nachhören auf Tonträgern, nicht selten natürlich auch einen gewissen Hang zum Heilfasten. Und zu einer Strenge, die der Musik vielleicht auch nicht immer gut bekommen ist. Guckt man in die wahre Art rein, hört man das und sieht man in diesem Notentext, lässt das doch zumindest die Ahnung aufkeimen, dass man auch schon aufführungspraktisch an Johann Sebastian Bach anders rangehen könnte, als das lange getan wurde, oder? Ja, da sprechen Sie, glaube ich, einen total richtigen Punkt an. Also was im 20. Jahrhundert bezüglich alter Musik passiert ist, das war sowas wie so eine Selbstkasteiung erstmal. Erstmal die ganze Romantik wegwerfen, denken, dass Agogik völlig, dass man das nie gemacht hat. Also alle Sachen, die eigentlich
aus dem Herzen sprechen, erstmal sagen, taugt nichts, wir müssen alles nüchtern machen und nur den Text sprechen lassen, und so ist es dann auch nicht. Also mittlerweile ist man da ja schon ein bisschen weiter wieder. Und ich glaube eigentlich, dass man eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zur Zeit Beethovens, den CPE dass man da natürlich noch viel dichter dran war. Sie meinten ja, also so mit Czerny, das wurde ja sicher auch schon anders gespielt. Vielleicht, ja. Ja, ja. Glaube ich auch, weil auch die Instrumente ja anders waren und damit ja mehr hergegeben haben. Also der englische Klavierbau, der hat ja da vieles bewirkt, auch klanglich. Das war ja, man füllte Säle damit plötzlich. Und da wollte ich nochmal zurückgehen, nämlich dieser Stilus Fantasticus, der diese lange Geschichte schon hat, also und im 16. Jahrhundert schon, im 17. ganz stark, Kai Philipp ist dann eigentlich sozusagen die Sonnengestalt in dieser Gattung. Und das animiert so unheimlich die Komponisten der Wiener Klassik, das machen wir uns nicht mehr klar, weil das Werke von Mozart sind, die jetzt nicht zum Kanon, sage ich mal, gehören, sondern, aber das sind seine großen, tiefen Werke, die Fantasie in C-Moll, D-Moll und dann auch Opus 77 von Beethoven, also das sind ganz experimentierfreudige Werke, und was jetzt so gut wie völlig dem unbekannt ist, dass auch die ersten Werke von Schubert, das sind alles Werke in dieser fantastischen Gattung, und das, da ist Carl Philipp Emanuel gerade in Wien derjenige, der da wirklich noch rezipiert wird. Also das ist die Vaterfigur, wie es immer so von Mozart mit dem, er ist der Vater, wir sind die Buben. Das wird ihm zwar nur nachgesagt, das ist ja kein Originalzitat, aber das spielt wirklich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die Romantiker noch eine Rolle. Und das wird dann verdrängt durch diese strengeren Formen, Sonate und so. Aber ich glaube, dass diese intimen, fantastischen Formen, die irgendwie, also vom Improvisatorischen herkommen. Das ist was, was die Komponisten so sehr eben bewegt hat, animiert hat, da auch sowas zu machen. Und wenn Sie späte Sonaten von Beethoven sehen gerade, da sind da jetzt dann auch so im Stile Recitativo in den Sonaten so drin. Also das kommt dann immer wieder bei ihm durch. Und ich glaube echt, für die Beethoven-Rezeption ist Carl Philipp Emanuel Bach noch gar nicht genug ausgewertet worden. Und wenn man zum Beispiel die 8000 Seiten Skizzen sieht, die von Beethoven noch vorhanden sind, da sind so viele Materialien, wo man gar nicht weiß, zu welchen Werken das gehört. Und unter anderem sind da auch Carl Philipp Emanuel Bach Abschriften sozusagen von ihm noch drin. Also er ist auch, als er schon quasi der gestandene Komponist ist, schon taub ist und aber immer noch Wege sucht, die Musik weiterzubringen, da spielt dieser alte Komponist immer noch für ihn eine Rolle. Und das finde ich faszinierend, weil das eigentlich noch keiner nachvollzogen hat, was das jetzt noch soll. Es heißt immer nur Johann Sebastian, Johann Sebastian, aber es ist eben nicht, es ist nicht nur dieser reine Fugenstil, der für ihn wichtig ist, sondern dieses Ideen aus einem Nukleus entwickeln und ganz frei. Also das finde ich, das ist für mich total faszinierend immer wieder. Und man findet ja durchaus für diese Freiheit auch beim alten Bach, bei Johann Sebastian, Vorbilder. Ja, also nicht nur im Orgelwerk, auch in den Partiten gibt es ja genug, wo auch dann die Taktstriche nicht mehr da sind, oder zumindest das zu erstaunlichen Unterteilungen der Taktzwischenräume kommt. Aber Sie hatten gerade das Stichwort Sonate genannt, und Sie sind über die württembergischen Sonaten in diesen Kosmos zunächst reingekommen. Wie haben wir uns denn die Sonate bei Carl Philipp Emanuel Bach vorzustellen? Es ist ja ohnehin schwierig mit solchen Gattungsbegriffen, die immer erst nachträglich auf was draufgestülpt worden sind, was dann entweder funktioniert oder nicht. Aber es wird ja wahrscheinlich eine völlig andere Gestalt bei ihm gehabt haben, als das bei Haydn beispielsweise der Fall war. Aber sicherlich doch auch anders als bei den Italienern zuvor. Oder wie, also wie sehen Sonaten bei Carl Philipp Emanuel Bach aus? Wenn ich jetzt mal diesen Anfang spiele. Also es ist jetzt eine württembergische Sonate, ja, und das hat ja dieser Anfang, das hat ja durchaus total irgendwie auch Beethovensche Züge. Ja. Dieses kurze, eben nicht dieses italienische Gesang, die italienische Gesangsmanier, die wir dann schon in Mozartschen Sonaten finden, oder auch eher bei Benda-Sonaten auch, sondern auch wirklich dieses
mal abgerissene. Und was macht er dann damit? Also kommen wir da mit unseren Baukasten aus Begriffen wie Exposition, Durchführung, so kommen wir damit weiter oder taugt das dafür nicht? Also schon, da kommen wir schon mit weiter. Aber es ist natürlich schon ein Stil, der vielleicht, wenn man jetzt gewohnt ist, Mozart oder Haydn zu hören, der dann schon vielleicht manches Publikum verwundert, aber vielleicht sogar auch in den Bann zieht. Und da kommt es natürlich auch sehr darauf an, ich sage das nicht, weil ich das jetzt gespielt habe, aber wie es gespielt wird. Und also es ist, man fragt sich ja, warum ist Carl Philipp Manuel Bach einfach, wird da nicht so oft gespielt wie Haydn oder Mozart? Vielleicht ist das eine Anmaßung, diese Frage, weil es ja Haydn oder Mozart ist, aber Carl Philipp Manuel Bach, also ein unglaublich großer Komponist. Also wenn man jetzt sozusagen diese Dinge, die Carl Philipp Manuel Bach dort beschreibt, natürlich ist das subjektiv, also wie man das sozusagen dann realisiert, das ist ganz klar. Aber diese Affektsachen bis hin zu auch minutiösen Beschreibungen von Verzierungen etc. so und sich sozusagen immer versucht, in einen Affekt zu versetzen. Und er schreibt ja auch, kaum hat man sich in den einen Affekt versetzt, schon versetzt man sich dann wieder in den anderen Affekt. Von jetzt auf nachher, das war ja gerade das Neue, dieser Aufbruch so. Und wenn man das jetzt nicht so spielt und spielt das sozusagen, natürlich Mozart sollte man auch ausdrucksvoll spielen und mit Spontanität und so weiter. Und man kann auch, denke ich, einiges von Carl Philipp Manuel Bach Sonaten oder Carl Philipp Manuel Bach Werken zu spielen, lernen für Mozartsche Sonaten auch. Da ist sicher auch eventuell manches, könnte man sehr spontan natürlich auch gestalten und so, das sollte man sowieso beim Musizieren. Aber halt wirklich, wenn man das bei Carl Friedrich Manuel Bach Sonaten nicht macht, dann klingt, ist diese Musik zunächst mal wirklich matter, sage ich mal. Ich meine, diesen Satz Bach oder Mozart kriegt man nie klein, den haben wir uns alle schon mal angehört, inwieweit... Wir alle haben ihn auch schon klein bekommen, den einen. Ja, eben, genau. Also wie viel Prozent man da zustimmt, das ist jedem selbst überlassen. So, aber bei Carl Philipp Manuel Bach funktioniert das dann überhaupt nicht. Ebenso auch wie in anderen Stilen wie François Couperin. Das klingt ja auch zum Davonlaufen, wenn man jetzt nicht diese Dinge wie diese Verzierungen, Inegalität und so weiter. Aber dadurch ist die Musik ja nicht schlechter dadurch. Also das ist halt sozusagen diese Sache plus eben die Musik ist eine Ehe, die ist untrennbar. Und für uns Spieler natürlich eine Herausforderung. Solche Quellen wie Carl Philipp Emanuel Bach und so machen uns ja im Grunde genommen freier. Sie engen nicht ein. Und ja. Das ist eben die Seite, er schreibt total viel für den sogenannten Kenner. Aber er schreibt eben auch Sachen für Liebhaber. Er schreibt seine Damensonaten, seine leichten Sonaten. Also ist es alles, was er hat drucken lassen, da hat er doch differenziert. Und es ist ganz wichtig. Und wenn man den Notentext sieht von seinen sogenannten leichten Sonaten, dann sieht man halt, dass vor allen Dingen die linke Hand ist viel einfacher. Da sind fast keine Verzierungen drin. Rechts oft einstimmig, zweistimmig in Terzen. Also er hat auch für den Markt komponiert. Und dann hat er, glaube ich, nicht vorausgesetzt, dass man alles, was Sie so herrlich beherrschen jetzt auf dem Klavichord, wo ich wirklich hingerissen bin, welche feinen Nuancen Sie dem Instrument entlocken, das konnte sicher nicht jeder auch in der Zeit. Und für diese Leute, die zum Hausgebrauch und mit einfachen Möglichkeiten das spielen wollten, da hat er aber auch geliefert. Also er hat eben sich angepasst und das ist auch, was ihn ja von dem älteren Bruder Friedemann eben auch unterscheidet, der das ja auch nicht gemacht hat. Und sein Vater hat es auch nicht gemacht. Also deswegen ist es auch kein Wunder, dass er zu Lebzeiten eben auch viel bekannter war. Wir werden bald, ich muss schon langsam auf die Zielgerade einbiegen, sehr viel mehr Möglichkeiten bekommen, Werke von Carl Friedrich Manuel Bach zu hören. Das Werk ist ja enorm. Also er ist auch richtig fleißig gewesen. Er ist dazu ziemlich alt geworden. Also da gibt es unendlich vieles zu entdecken. Zum Beispiel beim Bachfest vom 13. bis 22. Mai, wo es eben nicht nur die Musik für Tasteninstrumente gibt, sondern auch das geistliche Schaffen und zahlreiche symphonische Werke. Und da würde ich Sie doch dennoch kurz noch fragen wollen,
all das, was wir hier an Freiheiten gerade gehört haben, wo ja schon, wenn wir den Weg vom Klavichord zum modernen Flügel gehen, wir Schwierigkeiten bekommen. Weil, also auch in neuerer Musik sieht man manchmal solche Vibrato-Zeichen, wo ich mich immer frage, was tue ich damit? Darauf kann man das machen. Auf einen modernen Flügel natürlich nicht, obwohl es auch bei Chopin manchmal noch in den Autografen auftaucht. Aber wie sind denn diese Freiheiten zu übertragen auf Formen, wo mehrere oder gar viele Leute gemeinsam musizieren? Ja, ich denke, es geht sehr viel vom Gesang aus und vom Sprechen so. Und ich denke auch in der Kammermusik oder auch, gut, gestern haben wir hier Vokalmusik, vokalinstrumentale Musik aufgeführt, sozusagen diese gewisse agogischen Freiheiten und davon lebt natürlich auch die Musik. Aber es ist ja keine Fantasie. Nicht die Form einer Fantasie sozusagen. Aber was interessant ist, in der chromatischen Fantasie und Fuge von Bach, ein Schlüsselwerk, hat Johann Sebastian Bach geschrieben in dem Mittelteil, in dem es dann sehr frei rezitierend wird. Der Anfang ist natürlich auch frei, aber wo es dann wirklich schon galante Züge annimmt, auch durch Ta, so schreibt er rezitativ hin. Und ich denke, dass das barocke Rezitativ schon auch ein Weg zum empfindsamen Stil ist, weil nämlich diese Seufzermelodie, diese Seufzer-Ta, was ich zu Anfang hier uneingespielt versucht habe, hier darzustellen, Ta und diese Sachen, die finden sich dann natürlich bei Carl Philipp Emanuel Bach und in dieser Zeit wieder. Und auch Wilhelm Friedemann Bach, seine Fantasien, da baut er richtig regelrechte, also Klavierfantasien, baut er richtige Rezitative ein, die praktisch die gesungen werden können. Und dieses singende Element, betont er ja auch immer wieder in seiner Schule. Das ist ein ganz wichtiger Weg, sozusagen auch in der Kammermusik und in etwas größer besetzten Formationen dann zu musizieren. Aber wir sind bei Eleganz schon weit in die Zukunft gekommen, denn dieses rezitativische Element ist bei Liszt Klavierstil beherrschend. Selbst die Franzosen greifen es danach wieder auf und man muss um das, was das Rezitativ auch für Instrumentalmusik bedeutet, ja nicht immer nur die 9. Symphonie von Beethoven, das hört ja aber überhaupt nie wieder auf. Warum? Also wissen wir alle nicht mehr, wo es herkommt. Wir sind da wieder bei der Eingangsfrage. Fehlte der Mendelssohn, der Carl Philipp Emanuel Bach nicht entdeckt, aber an die Öffentlichkeit gezahlt hätte? Mendelssohn hat in einem Haus gelebt, in dem der Nachlass von Carl Philipp Emanuel Bach gelegen hat. Also er ist damit groß geworden, er hat da Sachen geordnet auch. Das hat ja sein Vater, als er Bankier in Hamburg war, hatte das aus dem Nachlass gekauft. Der hat als junger Mensch hat ein Magnificat komponiert, das ist nach dem quasi modelliert nach dem Magnificat von Carl Philipp Emanuel Bach. Also an dem hat es irgendwie nicht gelegen, dass wir ihn nicht kennen. Ich glaube einfach, dass die Musik von Mozart suggestiver ist, dass sie leichter zu verstehen ist. Das ist irgendwie dieses Magic, würde ich sagen. Das ist einfach bei Carl Friedrich Emanuel Bach, der ist artifiziell. Das ist alles so, das ist hochgestochene Kunst und individuell artifiziell. Und das ist nicht in jede Epoche ohne hineinversenken zu verstehen. Und das Musik von Beethoven ist anders. Das haben Psychologen, Musikpsychologen und so weiter. Mediziner wissen, dass zum Beispiel irgendwie, also Menschen auf Mozart-Musik irgendwie weltweit reagieren. Ich kann hier nur dilettieren, indem ich das sage, aber da gibt es Untersuchungen darüber. Und das wäre mit Carl Philipp Emanuel Bach nicht. Da muss man sich sehr stärker drauf einlassen. Und das ist nicht jedermanns Sache und nicht für jede Zeit. Also es ist bei modernen Komponisten ja nicht anders. Und deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, dass irgendwann ein Komponist überholt ist. Es ist völlig normal in der Zeit. Es ist ja erst ein Phänomen des mittleren 19. Jahrhunderts, dass wir alte ist Musik hervorholen. Überholt oder taucht immer ab? Taucht ab, ja, überholt nicht, taucht ab. Ich finde sowieso, dass es keine überholte Musik gibt, außer sie hat einen Text, der total überholt ist. Also bei Texten ist das leichter der Fall. Aber die Musik, wenn sie gut ist, kann sie nie überholt sein, weil es sprechen uns ja auch noch Organi aus dem Mittelalter irgendwie an, weil die erinnern uns an gewisse Ursuppen der Musik. Ich weiß auch nicht, anders kann ich es nicht sagen.
Nun versprechen wir uns alle gegenseitig hoch und heilig und feierlich, dass wir uns mit Karl Philipp Emanuel Bach heftiger auseinandersetzen, als wir das bisher getan haben. Wir tun das zum Beispiel beim Bachfest. Und wenn Sie mögen, tun wir das auch wieder am 11. Mai. Da sitzt hier, so der liebe Gott will und der wieder gesund ist, der Thomas Kantor. Und wir reden über das geistliche Werk von Karl Philipp Emanuel Bach. Machen Sie noch was aus dem sehr, sehr schönen Sonntag. Es ist noch warm. Ich muss jetzt in die Oper hinken, deswegen muss ich ein kleines bisschen früher aufhören. Seien Sie mir nicht böse. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, Werner Klapproth. Danke, Christine Blanken. Bis zum nächsten Mal.